Guten Morgen, heute machen wir einen Ausflug nach Ubud und die Christina kann auch schon wieder ein bisschen gehen. Deshalb sind wir jetzt eigentlich bereit dafür. Guten Morgen, also alles halb so wild. Ich überlege gerade, aber ich glaube, die Krücken nehme ich trotzdem mit. Mal schauen. Ja. Gestern bin ich einfach den ganzen Tag hier geblieben, am Pool. Es ist ja vorgestern passiert. Das hätte ja viel schlimmer sein können, weil ich bin gestern den ganzen Tag gelegen und habe den Fuß nicht einmal belastet. Und jetzt kann ich eigentlich wieder auftreten. Ich glaube, es ist nur so komisch mit dem Auftreten auch natürlich, weil es Gips ist und nicht nur ein Verband. Ist ja klar, dass man da nicht gescheit gehen kann. Aber ja, da bin ich eigentlich zufrieden. Hätte alles schlimmer ausgehen können. Und heute, jetzt haben wir unseren Ausflug ja verschoben gehabt. Jetzt machen wir heute den Ausflug. Wir werden jetzt nach Ubud fahren. Dann werden wir noch zu einem Wasserfall fahren. Mal schauen, wie das bei mir geht. Notfalls muss ich am Parkplatz warten. Aber bei mir ist es ja eh egal. Ich habe jetzt schon hunderte Wasserfälle gesehen. Am Land. Kein Mensch weit und breit. Sehr schön hier draußen. Wie ist das so, wenn man seine Berufung gefunden hat? Ich habe mir gedacht, jetzt mit meinem Fuß, da wird hier jetzt nichts anderes mehr. Jetzt bin ich Reisbäuerin. Ich glaube, wenn die Reisbauern das sehen, fühlen die sich ziemlich verarscht. Wenn sie den Hut sehen. Aber zu unserer Verteidigung, wir haben die Hütte von unserem Fahrer bekommen. Ich fühle mich selber verarscht. Das da hinter mir ist gerade eine Schule. Und das Lustige ist, die kommen tatsächlich alle mit dem Roller. Was bei uns eigentlich eher die Fahrräder sind, das sind hier wirklich die Roller. Beim Affenwald. Wir wurden bereits von ersten Affen angegriffen, weil Christinas Mutter ungeschickterweise Essen gekauft hat und gleich die erste Meute dann da versucht hat, das Essen zu klauen. Jetzt halt, dass ich das Kinder nicht mitgehen kann, weil hier ist der Boden sehr rutschig und ist ein bisschen eine Kletterpartie und das geht natürlich mit so einem Gipfuß eher schwierig. So, ich glaube, wir haben jetzt auch mittlerweile schon wieder genug. Aber das ist voll lustig, da sitzen irgendwie und das einfach zuschauen. Also ich mag die Affen voll gern, die sind so witzig. Aber die Touristen, ich bin ja gebissen worden, hast du das erzählt? Nein. Ich bin gesessen, ich bin niedergesetzt und der Affe hat mich gebissen. Aber nicht schlimm. Geht schon. Mir hat der Fuß jetzt so weh getan. Jetzt haben wir uns wieder das überlegt. Und zwar, Friedrich bringt mir jetzt die restliche Strecke. So ist es. Den restlichen Tag. Wir sind jetzt in dem Auto und wollen jetzt noch was essen gehen. Und die Mama hat ein bisschen Angst gehabt vor den Affen. Oder Mama? Ja, schon. Mama ist zu viel geworden. Wir haben es witzig gefunden. Ah, jetzt haben wir schon voll Hunger. Ist schon fast halb drei. Wir wollen jetzt essen. Schmeckt's. Unser Fahrer hat uns gerade noch ein volles nette Lokal gebracht. Mit Blick auf die Reisterrassen. Und da werden wir jetzt essen. Wir haben gerade voll das gute Essen bekommen, über der Gado Gado. Und die Mama hat voll die interessanten Nudeln.
Und Friedrich hat vegetarisches Steak bekommen. Wir sind jetzt als letzte Station noch beim Wasserfall angekommen, hier hinter mir. Aber der ist eh, also ist nicht so schlimm, dass ich da eh nicht runtergehen kann, weil es hier voll touristisch ist. Wer ist der? Irgendwas mit Tee? Wir schauen gerade am Zettel nach. Aha, Tegenungarn. Tegenungarn. Nungarn. Tegenungarn. Ja, mir schaut nicht so cool aus. Ich glaube, das ist irgendwie eher so spannend, weil da so viel los ist. Das haben wir bis jetzt nur bei den Niagara-Fällen gehabt, dass halt bei einem Wasserfall richtig viel los war. Ja, da haben wir schon bessere gesehen. Aber ist trotzdem schön, von hier herum zu sehen. Die Mama hat sich jetzt doch überlegt, dass sie noch zum Wasserfall runtergeht. Und Friedrich und ich bleiben jetzt dabei noch hier herum sitzen. Das ist zum Trinken bestellt. Ist voll nicht weit von hier oben. Man geht so los. Und da ist man schon da. So, wir sind jetzt seit 2 Stunden wieder zurück und machen uns jetzt am Weg zum Abendessen. Auf die 2, weil wir hatten ja bis vor ein paar Tagen 2 Scooter, aber ich kann jetzt nicht mehr Scooter fahren mit meinem Fuß. Und meine Mama ist natürlich da wenig abgehärtet, wenn sie nur 2 Wochen auf Bali ist. Da traut sie sich nicht fahren. Uns macht der asiatische Verkehr schon gar nichts mehr aus. Das ist ja wahrscheinlich hier gar nichts. Wir gegen Indien, das schockt ihr. Da ist Bali total entspannt. Naja, auf jeden Fall warte ich jetzt hier auf die 2 und jetzt ist halt Friedrich unser einziger Fahrer. Der muss immer zuerst mich fahren und dann meine Mama. Aber ist egal, ist nur 5 Minuten. Wir haben übrigens meinen Gips abgenommen. Jetzt habe ich nur noch einen Verband. Geht auch. Wir haben uns jetzt noch in ein Lokal gesetzt, jetzt haben wir uns noch den Sonnenuntergang hier angeschaut und seit langem wieder mal Pizza bestellt. Wir sind jetzt wieder zurück vom Abendessen. Bin jetzt noch mit der Mama, die da hinter mir vorbeischwimmt, noch ein bisschen im Pool. Mama, wie hat es dir heute gefallen? Spitze. Die mag nicht mehr reden. War echt cool mit den Affen. War Highlight. Haben wir zwar schon öfter gesehen, aber die gehen immer wieder. Aber da sie mich gebissen haben, habe ich das erzählt? Die haben mir ja einer hat mich gebissen. Ich glaube, ich habe das erzählt. Sehe ich dann beim Schneiden. Auf jeden Fall, wenn nicht, es ist immer was man nochmal sagen kann. Der hat sich auf meine Füße gesetzt, ich habe mich hingesetzt gehabt, weil ich mich ausruhen habe müssen in meinem Fuß. Dann setzt sich der auf meine Füße und beißt mir den Arm. Naja, weniger nett, aber alle anderen waren dafür nett. So, wir schwimmen jetzt hier noch eine Runde. Macht's gut, tschüss!